Hallo, herzlich willkommen zu meinem Craft Update. Ich bin jetzt nach langem mal wieder on und stelle ein Video hoch. Ich möchte mich vorab erstmal entschuldigen. Ich weiß, ich bin ja niemand Rechenschaft schuldig, warum ich so lange nichts von mir hören lasse, aber also in meinem Privatleben ist gerade momentan viel los und da schaffe ich nicht mehr so ganz genau dauernd Videos hochzustellen. Ich hoffe, dass die, die mich verfolgen, dafür Verständnis haben. Dennoch habe ich so für mich ein bisschen gebastelt, um runterzukommen und abzuschalten, mache ich das jetzt gerne für mich. Mir fehlt auch im Moment der Antrieb und die Ideen, was ich euch so präsentieren kann oder was ich mit euch zusammen machen kann. Wie gesagt, ich fummel jetzt für mich alleine ein bisschen rum und werde dann mein Craft-Update zeigen und wenn euch da was gefällt, dann werde ich das natürlich vor der Kamera nochmal machen. Heute habe ich ein paar Meerjungfrauen gebastelt und die möchte ich euch in meinem Craft-Update zeigen, weil diese jetzt verschenkt werden. Die habe ich für liebe Personen gemacht und da zeige ich euch die einmal. Und zwar haben wir hier Variante 1. Da habe ich so eine schöne, ich finde die richtig toll, so Wasser-Nixe gemacht, sage ich mal. Highlight für mich ist immer noch das Verblenden, also diesen Farbverlauf bringen. Ich habe es noch nicht ganz raus. Es klappt mal mehr, mal weniger. Hier sieht man noch ganz schön diese Kante, wo ich jetzt an mir arbeite. Den Stern habe ich noch nicht angeklebt, der wird aber dann hier hinten, so wie er jetzt stand, angeklebt. Hier ist mir auch ein Missgeschick passiert und zwar das Blau hatte ich mit dem Glitzer von dem Sculpey gemacht und es war ein bisschen dünn. Und dadurch ist mir das durch die Form so ein bisschen verzerrt worden, weil ich den natürlich darauf gefasst habe, um den rauszubiegen ein bisschen. Aber ich finde das so schön, das sieht so aus, als wenn so mehrere, als wenn das Wasser so als Welle schlägt und dann so ausläuft und sich so zurückzieht. Da hat man ja manchmal auch dieses Farbspiel und dann hier dieser Glitzer dabei. Ich finde das total schön. Hat mir auch total Spaß gemacht, mal so drum zu experimentieren mit mehreren Farben in so einem schönen Farbverlauf. Das waren jetzt die Reste, die ich davon hatte. Ich habe beides, also alle drei Farben hatte ich jeweils immer ein paar Kugeln und habe diese dann zusammengeschmissen, damit es so einheitlich passt. Ich werde noch mal gucken, wie ich den genau aufstelle. Ich denke mal, dass ich ihn so rum aufstellen werde, weil dann sieht man die Stelle, die ich da angedrückt habe, gar nicht. Ich habe hier eine, ich kann sie mir mal auf der Hand legen, dann seht ihr das, eine kleine Schleife gemacht. Auch noch mal aus diesem Farbverlauf-Rest habe ich das gemacht. Diese. Dann habe ich ja diesmal weiße Glitzerhaare genommen. Ich fand das so schön, wie das alles so schimmert. Als wenn es doch so nass ist und sie dann so halt draußen liegt und dann irisiert es alles so schön. Ich hatte erst gedacht, ich mache ihr aus diesem Ring wie so eine Art Oberteil für den Bikini. Also habe ich hier diesen Ring nach oben gehabt, habe den dann schon verblendet, aber ich fand es dann süßer, wenn sie das so als Schwanzflossenring hat. Und ja, ich finde es ganz niedlich, so wie ich das jetzt gemacht habe mit diesem Ring. Das werde ich mir in Zukunft beibehalten. Hier bin ich natürlich wieder rangekommen. Ich dussel mit dem Türkis. Ist aber überhaupt nicht schlimm. Ich werde es nachher noch ein bisschen versuchen abzuschleifen. Dieser hier ist für meine Mama gedacht. Diese kleine Meerjungfrau. Und ich finde die so goldig. Ich finde die so niedlich. Ich finde auch, dass die mir ganz gut gelungen ist. Und hoffe, dass sie sich sehr freut darüber, über ihre kleine Meerjungfrau in Blau-Türkis. So, dann habe ich diese ganze Variante mal in Pink-Rot gemacht. Und das fand ich auch, das hat so Spaß gemacht, das zu machen. Bei der kam ich ja dann drauf. Eigentlich wollte ich die auf den Seestern setzen, aber dann ist sie immer wieder runtergerutscht. Ja, und da fand ich das viel toller, wenn der Seestern so als Hintergrund zu sehen ist. Diese Meerjungfrau habe ich ja auch wieder den Farbverlauf gemacht. Das finde ich schön, weil das hier heller geworden ist als das andere. Aber wie man sieht, habe ich da den Farbverlauf auch wieder nicht so perfekt hingekriegt, dass es so ins Eins geht. Da sieht es hier unten schon besser aus, wo ich das dann immer zusammengeklappt hatte. Nun fand ich aber die Seite nicht so schön, weil ja hier diese Ränder zu sehen waren von dem Schneiden und alles. Also habe ich mich dann doch dafür entschieden. Ist jetzt nur auch nicht schlimm. Ich werde ja wohl auch immer besser werden, denke ich mir mal oder hoffe ich mir mal.
Und ja, diese hat dann ganz normale roséfarbene Haare. Hier habe ich dann kleine Röschen ins Haar gemacht, dass es so aussieht wie ein Haarband. Und dieses habe ich dann mit dem Goldpuder noch dekoriert, was ich ja mal geschickt bekommen habe in einem Tauschpaket. Und in diesen Stern habe ich auch wieder in diesem Glitzerweiß gemacht von Skype. Das gefällt mir so gut. Das werde ich mir auf jeden Fall nochmal bestellen nächsten Monat, denke ich mir. Und da hatte ich den Rahmen, also diesen Bikini-Rand, sage ich bei diesem Bikini-Dings, hatte ich hier oben lang, aber man sieht ihn ja gar nicht. Also war es dann quasi Quatsch. Und deswegen habe ich das ja dann bei dem davor runtergerollt. Stört mich jetzt aber auch nicht. Sie hat wieder ein ganz anderes Gesicht. Und die Hände habe ich dann auch wieder so eingeschlagen, dass sie sich so darauf ablegt. Und ich finde das so schön. Also ja, diese gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und bin ich auch ganz glücklich drüber, dass sie ein neues Zuhause bekommt. Alle guten Dinge sind drei. Und zwar habe ich jetzt diese noch gemacht. Die kriegt auch heute ein neues Zuhause. Und diese habe ich dann in Silberhaare gemacht. Dann auch wieder dieses Türkis, was ich ja davor auch schon hatte. Und hier sieht man, dass ich den Farbverlauf schöner hingekriegt habe. Also das gefällt mir wesentlich besser, wie ich das gemacht habe. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr die Tricks anwendet. Oder vielleicht ist ja da auch eine Fimo-YouTuberin, die da mal ein Tutorial zu machen kann. Vielleicht bin ich einfach nur zu blöde dazu, wo ich das mal Schritt für Schritt nachmachen kann mit diesem schönen Farbverlauf. Ich habe schon einige YouTuber gefunden, aber das war, ich glaube, eine auf Englisch und die andere, da habe ich das nicht so richtig verstanden, weil das ging mir alles zu schnell. Und dass da vielleicht einer ist. Hallo, ich brauche Hilfe. Und dass da einer ist, der denn mir mal zeigen kann, wie derjenige das vielleicht handhabt mit diesem Farbverlauf. Es ist eigentlich nicht schwer, ich weiß zwei Farben aneinander und dann immer wieder durch die Nudelmaschine, bis es dann so einen Farbverlauf ergibt. So mache ich das im Moment, aber irgendwie bin ich mit den Ergebnissen nicht ganz so zufrieden. Aber gut, ich finde trotzdem, dass es wunderschön geworden ist. Auch mit den silbernen Haaren gefällt es mir sehr gut. Diese sitzt wieder auf einer Muschel, die ich festgeklebt habe mit Heißklebepistole. Ich finde die Klebesticks, die ich da im Moment habe, ganz gut. Die kleben sehr gut. Und ja, sie hat auch wieder eine Schleife in der Haare bekommen. Auch wieder ein ganz anderes niedliches Gesicht. Und hier ist auch wieder dieses Glitzerblau. Das habe ich wieder als Grundton für die Flosse genommen. Und es gefällt mir auch sehr, sehr gut. So, zu guter Letzt noch mein Abschlussbild, wo ihr alle drei nochmal euch angucken könnt. Ja, wie gesagt, diese hier muss ich noch festkleben. Ja, was ich noch sagen wollte, ist, vielleicht kann der ein oder andere mir ja auch mal mit dem Thema helfen, Datenschutz. Ich weiß ja nur nicht, ob das damit was zu tun hat, dass das neu ist, dass man überall, was man kauft, irgendwie präsentieren muss als Werbung. Ich weiß noch nicht, wie ich das bei meinem Holz handhaben werde, ob ich überhaupt noch Holz hochstelle und wer, also die Sachen, die ich kaufe, dementsprechend dann bewerbe, weil ich mache das ja eigentlich immer darum, dass die Leute gucken können, wo habe ich das her, um das vielleicht nachzukaufen, wenn sie es vielleicht auch nachbasteln möchten. Ich finde es jetzt immer blöd, wenn ich die Sachen darstelle und nicht sagen darf, wo ich das ein oder andere her habe. Weil ich bin ja da so, wenn ich eine Mold benutze, dann gebe ich das auch an, dass ich eine Mold benutze. Und bin dann nicht jemand, der sich dann mit fremden Federn schmückt, in dem Sinne gesagt mal jetzt. Und von daher war mir das immer wichtig, denjenigen, die das gucken, auch zu sagen, wo ich die Sachen vielleicht her habe. Wenn das allerdings nicht mehr gestattet ist, was ich ja nun so von einigen YouTubern gehört habe, dann werde ich das auch lassen. Ich werde vielleicht oben in der Ecke immer schreiben, Dauerwerbesender oder irgendwie sowas, damit man mich einfach rechtlich nicht ranbekommt. Ich weiß einfach nicht, was gerade momentan erlaubt ist und was nicht. Und aus diesem Grund werde ich da jetzt im Moment nichts mehr zu sagen, wo ich die Sachen her habe. Ich hoffe, dass es okay ist, wenn ich wenigstens das Wort Fimo noch sage, obwohl es ja auch schon eine Marke ist. Ich benutze das Wort aber allgemein als Knete. Also ist jetzt egal, mit was ich arbeite. Ich benutze es eigentlich immer das Wort als Knete. Zum Beispiel Fimulieren. Ich bastel ja, soll ich jetzt sagen, ich knete. Also, ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich das handhaben werde. Ich werde dann irgendwo oder am Anfang werde ich jetzt einen Einblender machen, immer mit Screenshots, wo ich alles zu
zu zeige und dann vielleicht reinschreibe, Vorsicht, Werbebenennung oder irgendwie, dass ich mich da rechtlich absichere, aber ich weiß ja nicht mal, ob das reicht. Von daher, vielleicht ist da ja der ein oder andere ein bisschen klüger als ich und könnt ihr mir mal in den Kommentaren schreiben, was im Moment los ist, was man machen darf und was nicht, weil ich finde es irgendwie auch von YouTube her, vielleicht hätte man da mal eine Nachricht kriegen müssen, vielleicht habe ich das auch, habe einfach nicht überblättert, also habe es überblättert oder so, das kann natürlich auch sein. Ich kriege es halt jetzt nur von anderen Kanälen mit, dass immer wieder gesagt wird, dass keine Kooperation bestehen. Ich bin eine ganz kleine YouTuberin. Mich verfolgen ganz, ganz wenig Leute, was ich nicht schlimm, aber schön finde. Also was ich nicht schlimm, ich finde schön, wie viel ich habe, aber ich meine mal, ich weiß nicht, ob es nur für große YouTuber gilt oder auch für ganz kleine, die so für sich hobbymäßig basteln. Ich weiß es nicht. Von daher wäre ja mal nett, wenn irgendjemanden da draußen gibt, der mir in den Kommentaren vielleicht verfasst, vielleicht wie ich mich da zu verhalten habe. Wenn nicht, werde ich das Wort kneten benutzen und Clay. Ich hoffe, das ist dann nicht so schlimm. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es machen werde. Weil ich habe ja heute auch schon wieder was gesagt. Ich habe Fimo gesagt, ich habe Skype gesagt. Und von daher weiß ich nicht, werde ich jetzt sagen, ich habe keine Kooperation mit irgendjemandem. Überhaupt nicht. Wenn es mal so sein sollte, was ich nicht denke, dann werde ich euch das natürlich sagen und werde es dann vorher auch reinschreiben. Ich kaufe mir alles, was ihr hier auf dem Tisch seht, selber. Auch was ihr in meiner Roomtour, in meinem Bastelzimmer gesehen habt, ist alles von mir bezahlt. So, in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Lasst euch nicht unterkriegen, seid mir nicht böse, wenn ihr in letzter Zeit nicht so viel von mir hört. Ich werde wieder mehr von mir hören lassen. Auf jeden Fall werde ich euch mit Craft-Updates beglücken, wenn es immer soweit ist. Und ich möchte mir aber auch nicht verbieten lassen, manches zu erwähnen, wo ich Ideen her habe, diese Meerjungfrau-Ideen. Ich gucke mir immer meine Ideen bei Pinterest an. Ich habe mal damals eine Meerjungfrau gemacht für ein Tauschpaket mit der lieben Kat und in dem habe ich diese 2.0 Meerjungfrauen ausprobiert. Die habe ich dann kreativ für mich gebastelt, so wie sie jetzt sind. Auch mit den Sternen und das alles. Die Sterne sind aus, also die Seesterne und die Muschel, da ist sie, die sind aus Mulz. Der Rest ist Handarbeit. Wie gesagt, alles von mir alleine bezahlt. Und in dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Und ich hoffe, bis bald. Eure Charlie.